Oh yeah, ich bin der Hauptstar hier. Hallo zusammen, was haltet ihr von meinem neuen Look? Hey, flieg weg, sonst werden deine Flügel direkt in den Eimer wandern. Keiner kann meine teuflische Schönheit überstrahlen. Ich bin einzigartig. Danke Mia für meine neuen Flügel. Das Mädchen hat alles ruiniert. Oh Mann. Was wäre das beste Geschenk, das ein Kunstlehrer bekommen könnte? Wow, was halten Sie davon, Mr. Rogers? Bin ich das wirklich? Hey, halt! Das ist ein Meisterwerk. Ist dieses Mädchen wirklich entschlossen, eine gute Note zu bekommen? Wir werden sehen, wer der Liebling sein wird. Hallo, schick mir den besten Künstler. Da Mia reich ist, kann sie Verbindung leicht für den Zweck benutzen. Ich bin Lucy, lala. Endlich, du musst meinen Lehrer zeichnen, aber so, dass es aussieht, als wäre es meine Arbeit. Hab dich. Jetzt wird niemand mehr meinen Plan aufdecken. Alles muss so natürlich und unverdächtig wie möglich aussehen. Mach dich an die Arbeit. Mia, wie geht's dir? Oh, mein Picasso. Ich bin schon wieder angemalt worden. Was bin ich für ein guter Lehrer? Ich habe mich so angestrengt. Nicht schon wieder. Ich muss niesen. Achu! Ups. Das ist dein Geheimnis. Vergiss nicht, dem Clown die Nase zurückzugeben. Und das Bild nehme ich mit. Mias Plan scheitert schon wieder. Diebe verpassen nie eine Gelegenheit, das Haus eines reichen Mannes auszurauben. Nun, ich bin endlich reingekommen. Aber eine unangenehme Überraschung erwartete ihn. So, so, so. Hab ich ein neues Opfer? Das Leben des Diebes ist dabei, sich in einen Albtraum zu verwandeln. Er wird für immer hier bleiben. Mir ist noch kein Dieb entkommen. Bringt mir lieber ein paar Mangos mit. Beeilt euch, ihr Diener. Wenn ich etwas aus dieser schicken Wohnung stehle, werde ich glücklich. Auch dieser Dieb beschließt, sein Glück zu versuchen. Was? Ich wurde erwischt? Hallo? Willst du mir Gesellschaft leisten? Zum Tee? Ist das ein Scherz? Ich meine es ernst. Ich hoffe, du magst Bergamotte? Das ist sogar mein Lieblingstee. Bedien dich. Und deshalb muss ich klauen, um ein Geschenk für meine Freundin zu kaufen. Nimm das Parfüm. Sie wird es lieben. Wow, tut mir leid. Ich kann das nicht annehmen. Es ist zu teuer. Aber warum? Ich bin derjenige, der dir was schenken sollte. Ich hoffe, du magst den Kerzenständer. Danke, das ist so lieb von dir. Gern geschehen. Ich muss jetzt gehen. Einen schönen Abend noch. Tschüss, bis dann. Ein elitärer Club. Ein Ort, in den nicht jeder reinkommt. Du musst den Richtmeister bestehen. Das ist kein Problem. Und manchmal müssen diejenigen, die zu einer solchen Veranstaltung gehen wollen, ein bisschen protzen. Die Armen sind definitiv davon ausgeschlossen. Hm, er hat sein Ziel erreicht. Du kannst ihn reinlassen. Come on, danke, einen schönen Abend. Und wenn man nicht viel Geld hat, sollte man auch nicht weiter bis zur Linie kommen. Was ist denn hier los? Lucy, sie lassen uns nicht in den Club. Was? Oh, ich mach das. Verzeihung, aber können Sie die Jungs bitte reinlassen? Die Party ist nur für die Reichsten. Das glaube ich nicht. Ich habe den Club gekauft. Außerdem ist der Eintritt jetzt frei. Tut mir leid, aber ich werde mich amüsieren. Warte, ich bezahle dich. Das Mädchen hat definitiv ein großes Herz. Was gönnt sich dieser Empörkommling? Ugh. Mia und Lucy sind wahre Gegensätze. Ein ewiger Konflikt zwischen Gut und Böse. Aber beide machen Selfies. Reiche Mädchen lieben es, massiert zu werden. Aber Mia kann sich nicht entspannen, wenn sie weiß, dass ihre Rivalin denselben Salon wie sie besucht. Ich habe einen Vorschlag für dich. Zuerst das Geld. Besorg mir einen Bademantel, der passt. Es ist so cool, dass man mit Geld hier einfach jeder werden kann. Mia ist ein sehr böses Mädchen und bereit, alles zu tun, um sich mit Lucy anzulegen. Toll, endlich läuft alles nach Plan. Endlich kann ich meine ganze Wut auslassen. Ja, sie hat eindeutig eine bestimmte Art, Stress abzubauen. Nicht viele Leute werden es nach dieser Art von Massagetechnik nach Hause schaffen.
Entschuldigung, kann ich reinkommen? Oh, warte. Was? Aber dann hier... Oh, das tut weh. Die arme Schulleiterin hat kein Glück. Der Vertreter von Trumchelin wird jeden Moment hier sein. Guten Abend. Hallo, Herr Stone. Bitte begeben Sie sich an unseren Tisch. Kellner Nick kommt gleich. Was möchten Sie bestellen? Bringen Sie mir das Spezialdessert. Kommt sofort. Also, der Ruf von Lucys Restaurant hängt von dem ab? Dann werde ich ihm ein wenig helfen. Ich hoffe, er ist allergisch gegen Salat. Stopp! Der Laden hat verrückte Kunden. Toll, fang noch mehr. Kellner, hilf mir. Also das nenne ich Comedy. Das ist undenkbar. Totale Unverschämtheit. Und erstaunlich leckeres Dessert. Ich möchte Ihnen den Trumchelin Award als bestes Restaurant in Trum City verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Was? Wir haben es geschafft. Dank unseren Mühen war nicht umsonst. Was? Das ist doch Blödsinn. Das war eine Verschwendung von Salat. Hast du ihr letztes Konzert gesehen? Der Leadsänger ist in die Menge gesprungen. Hey, Schönheit erfordert nicht nur Opfer, sondern auch Geld. Und zwar eine Menge. Vor allem, wenn die Hautpflegeprodukte aus echtem Gold sind. Sie würde auch eine Kosmetikerin mitbringen. Ja, die ist so genervt. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Die Arglist dieser Gemeinmädchen scheint keine Grenzen zu kennen. Ich werde es schärfen für ein heißes Ergebnis. Aber sie hat sich in einem Punkt verrechnet. Die Maske war nicht für Lucy. Ich hoffe, Mrs. Finnegan gefällt mein Geschenk. Guten Morgen, Schüler. Hallo, ich möchte Ihnen was schenken. Mrs. Finnegan, hier ist meine Lieblingsrektorin, also nehmen Sie dieses Geschenk von mir. Danke, Mia. Wie konntest du? Das war meins. Eigentlich ist es nicht nett. Ah, Mia, was hast du mir da gegeben? Mein Gesicht steht in Flammen. Ruf die Feuerwehr. Mias böse Tat spielt ihr in die Karten. Hey, was war das? Es war, als hätte mich jemand abgeleckt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oh, der ist so schwer. Ich kann ihn kaum ziehen. Oh, ist das Geld? Hat jemand Geld gesagt? Mia kann nicht glauben, dass sie auf einem billigen, unbequemen Stuhl sitzt. Also hat sie ihren unglaublich teuren Puff mitgebracht. Aber sie hat sich nicht ablenken lassen. Sonst nehmen die Klassenkameraden die ganze Füllung weg und lassen am Ende nur die Polsterung übrig. Aber jetzt sind die Klassenkameraden auf dem gleichen Niveau wie sie. Gibt es ein Problem, Baby? Das zahle ich Ihnen heim. Was für ein unbequemer Stuhl. Wie findest du das, hä? Das ist viel besser. Hey, wir können nicht sehen. Die hübsche Lucy glänzt einfach in ihrem Fotoshooting. Wunderschön, jetzt schau her. Was man über Mia nicht sagen kann, sie ist natürlich sehr reich. Aber Geld kann sie nicht fotogen machen. Hör auf, das reicht jetzt. Wenn meine Bilder schlechter sind als die von Lucy, riskierst du deinen Job. Dann werde ich einen größeren Fächer besorgen. Hier. Und ich werde einen anderen Winkel ausprobieren. Genau das brauchen wir. Wer hätte gedacht, dass zu viel Wind Mias Perücke wegbläst? Hey Nick, ich finde, das steht mir gut. Endlich bin ich nicht mehr kahl. Und wir verlieren den Job. Diese Einladung ist so süß und jetzt wird sie noch besser aussehen. Wir wurden zur selben Party eingeladen? Nicht cool. Aber wenn ich jetzt gehe, werden wir uns über den Weg laufen. Hallo, Mr. Rodner. Ich möchte Ihnen die Einladung zur Elite-Party geben. Danke. Ich wollte schon immer dahin. Jetzt wird der Traum wahr. Ja, aber ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Warum unterrichte ich nicht einfach die Klasse für Sie? Und Sie gehen auf die Party. Aber das ist unser kleines Geheimnis. Aber die beiden sind nicht die einzigen. Dankeschön. Was für eine tolle Party. Endlich kann ich mich mal ausruhen. Mia? Mr. Rodner? Würde ich ihr gerne mit einer dieser Heldinnen befreundet sein? Wenn ja,
Dann mit welcher? Schreibt die Antwort unten in die Kommentare. Und hat euch das Video gefallen? Dann liked und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!